schon soweit? Dann überreiche ich jetzt Thomas Bachheimer, bachheimer.com, und ich freue mich, dass du bei uns bist, Thomas. Danke für die Einladung. Muss ich in das Mikro sprechen oder? Kannst du auch da oben sprechen. Ja, Publikum. Juhu. Ja, danke Klaus für die Einladung. Schönen guten Morgen von mir auch, die ihr alle hier mehr oder minder zahlreich hierher gefunden habt, trotz des schönen Wetters. Mein Thema heute ist Geld und Demokratie. Ich will wahrscheinlich jetzt ein bisschen einen Rückschritt machen, da mein Vorredner schon ganz andere Geldthemen oder Geldvisionen von sich gegeben hat, die zweifelsohne interessant sind, aber bis wir dorthin kommen, glaube ich, müssen wir noch einen Schritt in Gedanken zurück machen. Und ich weiß nicht, sieht man da das Bild jetzt, Klaus? Ja. Sieht man? Ja. Das folgende, das erste Bild hier beschreibt mein Erweckungserlebnis, das ich hatte. Ich war mit einem Freund, der philosophisch, glaube ich, nicht ganz so bewandert war, aber ein sehr praxisorientierter Mensch war, mal eine Nacht lang trinken, und damals ist es gegangen um die Gurkenkrümmungen und die Tomatenfarbbestimmungen der EU. Und wir haben schon gewusst, dass sich da die Politik dann ein bisschen zu sehr in unser normales, reales Leben einmischt. Und wir haben darüber auch diskutiert, ob das die Politik überhaupt auch darf. Sind dann von einem Thema zum anderen gegangen, waren in Graz in der Nacht, natürlich schon ein bisschen fortgeschritten mit Alkohol umgegangen, und es ist dann traditionell, dass man dann zum Würstelstand geht. Und da war ein ruhiger Abend, wir waren vielleicht 10 Kunden am Würstelstand, haben uns alle gut unterhalten, nur war ein sehr kleiner Hund, der dauernd gekläfft und gebellt und gezittert hat, obwohl es eine schöne laue Sommernacht war, und er hat immer alle Gespräche unterbrochen und so weiter. Und dann ist mein Freund gekommen oder hat auf diesen Hund gezeigt und hat gesagt, siehst du, das hat der Mensch aus dem Wolf gemacht. Und das ist für mich so ein, zusammengenommen mit den Gesprächen, die wir davor gehabt haben, dass die EU die Bananen und die Gurken und Tomaten bestimmen möchte, die Umfänge bestimmen möchte, haben wir gesagt, ja, der Mensch ist eigentlich zu weit gegangen, und das hat bei mir einen Denkprozess ausgelöst, der bis heute natürlich nicht aufgehört hat. Und ich möchte euch jetzt noch so ein bisschen was zeigen, was der Mensch noch so verändert hat. Abgesehen von der Parteifarbe oder von dem, was diese Herrschaften gemacht haben, den ich jetzt hier zeige, das war einmal der deutsche Bundeskanzler. Und das haben wir aus dem deutschen Bundeskanzler hier gemacht. Das nächste ist, so sah der Verteidigungsminister Deutschlands aus. Heute, das sind die Verteidigungsminister von Estland, Niederlande, Deutschland und Schweden. Und diese Damen, das ist ein mittleres Damengrenzchen, also man hat sich auch quasi hier sehr weit weg bewegt von den klassischen Traditionen der Politik und den klassischen Traditionen der Menschen, die uns bewegen. Ein Problem wird sich uns halt irgendwann einmal stellen, wenn diese Damen sich dann mit diesen Herren da beschäftigen müssen. Das ist der Verteidigungsminister von Russland. Und da sieht man auch, die haben noch die alten Traditionen. Ich habe nichts gegen weibliche Verteidigungsminister, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, in keinster Weise. Nur, ich weiß nicht, wenn ich gerade die Armee bunt machen will und alle Formen von Geschlechtern hier einbeziehen will, dann weiß ich nicht, ob das sehr zielführend ist. Es geht auch weiter. So haben früher die Finanzminister ausgeschaut oder die Herren des Geldes. Man kann auch zu diesen Herren stehen, wie man will. Aber der hat sicher eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt, auch nachher in seiner kriminellen Energie, das ist keine Frage. Aber das war der Finanzminister Österreichs in den 70er Jahren. Ich beziehe alle diese Bilder immer auf die 70er Jahre, weil wir in den 70er Jahren an unserem Geldsystem nach 6000 Jahren derartige Veränderungen durchgeführt haben, dass eigentlich diese Veränderungen zu den Veränderungen geführt haben, die wir hier in der Soziologie, in der Politik und in anderen Lebensbereichen vorfinden. Wie gesagt, so haben die Finanzminister aus den 70er ausgeschaut, oder die über das Geld bestimmt haben, und so schauen die Herren des Geldes heute aus. Ich weiß nicht, ob Sie beide Herren kennen. Den einen werden Sie erkennen, den linken. Das ist der Herr Draghi, das ist der Chef der EZB, der hat im Moment
ohne dass wir das gewählt haben, mehr über ihr Portemonnaie zu entscheiden als jeder Finanzminister in Europa insgesamt oder alle zusammengenommen. Und der zweite, den werden Sie wahrscheinlich nicht kennen, das ist ein gewisser Herr Klaus Regling, und der Herr Klaus Regling ist der Chef des ESM, und dieser ESM kann über unsere Nationalbanken, deren Budgets und deren Gelder frei verfügen, indem es eine Regel gibt, dass der jede Kapitalanforderung an die nationale Bank stellen kann und Geld quasi binnen 7 Tagen von Österreich und von jedem angeschlossenen Euroland abziehen kann. Aber wir wissen nicht einmal, wer das ist. Gleichzeitig mit dieser Geldveränderung, so haben früher die Ergebnisse von 25 Jahren Sparen eines Alleinverdieners ausgeschaut. Man konnte 25 Jahre arbeiten. Ob das in meiner Familie war es wirklich so, ob das der Onkel war, der LKW-Fahrer war, ob das der Onkel war, der Buchhändler war oder der Gemeindesekretär, sie alle konnten sich mit ihren Gehältern und 25 Jahren Sparen als Alleinverdiener ein recht sinnvolles Haus bauen. Heute senden wir natürlich aufgrund des Geldsystems alleine, kann man sagen, aber auch aufgrund der Einkommensteuerbedürfnisse des Staates. Die Emanzipation ist in unseren Augen ja nichts anderes als zusätzliche Einnahmequelle. Man hat einfach die Anzahl der Köpfe verdoppelt, die Einkommensteuer abdrücken. Heute schicken wir die ganze Familie in den Arbeitsprozess. Die Familie nimmt teil, das heißt Vater, Mutter, es ist eine Verdoppelung des Inputs der Familie da. Und nach 25 Jahren Sparen bekommen wir das. Im Unterschied, diese Reihenhäuser sind in der Nähe von Graz, kostet eine Einheit 375.000 Euro. Und dieses Haus hat weit weniger gekostet, das hat 1,8 Millionen gekostet in den 70er Jahren. Und da sieht man einfach, was das Verdoppeln der Arbeitskraft der Familie bringt, nämlich eine Halbierung oder ein Drittelung des Wohngefühls. Und irgendwer, wenn man jetzt noch weiß, dass der Output des einzelnen Industriearbeiters oder generell des am Arbeitsmarkt teilnehmenden Menschen in Europa sich seit 1971 verdoppelt hat, muss man bedenken, dass wir das Vierfache als Familien in die Weltwirtschaft hineinschicken und stattdem das herausbekommen, ohne dass wir uns da recht gewährt hätten dazu. So sah Geld aus bis 1913 und weiterführend bis 1971. Das hat einen intrinsistischen Wert gehabt und man hat gewusst, jedes Geldschein war ein Lagerschein für irgendein hinterlegtes Gold oder Silber. Man konnte dieses jederzeit beziehen. Das war noch echtes Geld. Im 20. Jahrhundert hat man dies zugunsten der Politik und einer Bankenwirtschaft massiv verändert. Geld heute sieht so aus. Wir vertrauen einem bunten Papierschein, der ein Copyright-Zeichen drauf hat, der Euro. Das werdet ihr wahrscheinlich alle wissen. Copyright steht für Kunstwerke. Es ist nichts anderes. Der Euroschein ist kein Lagerschein mehr. Er ist eigentlich ein Schuldschein. Und noch, um den Ganzen die Krone aufzusetzen, vertrauen wir einem italienischen Notenbanker, der das dann managen sollte. Das heißt, seit 1971 haben sich alle diese Werte, die ich jetzt in Bildern gezeigt habe, sehr stark verändert. Auch, und das ist das Thema meines Vortrages hier, durchs Geldsystem hat sich der demokratische Prozess stark verändert. Früher war das wie bei einem Wolfsrudel, man hat sich Persönlichkeiten, stärkere Persönlichkeiten gewählt und die Bürger waren der Wachhund, und wenn einer nicht mehr funktioniert hat, hat man rausgeschmissen. Heute ist es so wie mit dem Hund am Grazer Würstelstand, das ist einfach, wir sind zum Chihuahua degradiert. Die Bürger sind Almosenempfänger geworden und wählen diese Parteien, die am meisten versprechen. Das wiederum, die können nur so viel versprechen, weil sie eben freien Geldzugang haben. Die Politik kann frei Geld schaffen, freies Geld erfinden, und mit dem kann sie sich die Zustimmung kaufen. Und es ist ein Teufelskreislauf, immer mehr Leute werden abhängig gemacht. Sie wissen das alle, ich muss nur als Basis fürs Folgende schildern. Immer mehr Menschen werden abhängig gemacht und die gleichen wenigen Parteien manifestieren sich, und es gibt überhaupt keinen Wechsel mehr. Auch wenn man sagt,
ob das CDU oder SPD, sie alle wollen das Gleiche, sie wollen unser Geld und unsere Freiheit einschränken, mehr haben die nicht mehr zu bieten. Und jede andere Partei, die hier auf den Plan kommt, wird massiv angegriffen, attackiert und mit der Nazi-Keule natürlich vom Tisch gehaut, aber das wissen wir alle. Seit 1971 haben wir die Welt aus den Angeln gehoben, die Pfade der Natur wurden verlassen. Wir haben mehrere Krisen, mit denen wir zu kämpfen haben, wir eine Verschuldungskrise, Währungskrise. Nachdem sich die Politik mit beliebig schaffbarem Geld ja sämtliche Medien unter den Nagel gerissen hat, kann man sagen, haben wir auch eine Medienkrise. Das ist auch der Grund, warum wir meine Seite hier ins Leben gerufen haben. Und wir haben das voriges Jahr im April gemacht. Wir haben in einem Jahr 3,5 Millionen Besucher auf der Seite gehabt und 30 Millionen Seitenaufrufe. Das sage ich jetzt nicht deshalb, um Ihnen zu sagen, wie klasse wir sind, sondern das sage ich, um zu sagen, wie viele Menschen schon unzufrieden sind und sich neue Medien suchen. Und wir sind ja nicht das einzige Medium, sondern da gibt es ja Hunderte. Aber wir sind mittlerweile nach dem ersten Jahr schon auf Platz 16 der alternativen Medien gelandet. Ich muss ein bisschen eine Theorie vorweg schicken, damit wir dann wissen, warum es demokratiezerstörend ist, was hier über das Zentralbankenwesen gemacht wird. Geld ist entstanden dadurch, dass wir immer arbeitsteiliger wurden als Gesellschaft. In sehr primitiven Gesellschaften brauche ich kein Geld, wenn jeder das Gleiche arbeitet, brauche ich auch keinen Austausch. Aber je mehr spezialisiert man ist, man kann nicht direkt die Waren, der Fischer und der Tischler können sich nicht immer die Waren austauschen, weil dann bleibt der Tischler mit 70 Fischen hängen und man braucht ein Medium of Exchange, das ist völlig klar. Ich weiß auch, dass Sie das wissen, aber man muss eine Basis legen und das ist die Tauschmittelfunktion. Je älter wir geworden sind, desto mehr hatten wir ein Sparbedürfnis, weil wir mussten auch was zurücklegen für die nicht produktiven Zeiten in unserem Leben und das nennt man dann die Wertaufbewahrungsfunktion. Aber eine Währung wie der Euro zum Beispiel, der seit seiner Entstehung vor 16 Jahren 54% seiner Kaufkraft verloren hat, da kann man immer von Wertaufbewahrung sprechen. Wenn man jetzt sagt, ich fange beim Beginn meines Arbeitsprozesses an und arbeite 40 Jahre, und die Währung verliert dann 90% und meine Ersparnisse auch, dann weiß ich, dann hat das nichts mehr mit Geld zu tun und vor allem kann mir dieses Geld nicht dienen. Ganz wichtig möchte ich hier noch auf diesem Feld hinweisen, was hier in Europa längst vergessen wurde. Es gibt, der Herr Draghi erzeugt Geld aus der dünnen Luft, das wissen wir, das nennt sich Fiat Money, so wie Fiat Lux, es werde Geld, das wissen Sie auch alle. Ich möchte aber nachschicken, in der Geschichte, in der Geldgeschichte gab es bis 1913 ohne vorherige Produktivität oder Produktion kein Geld. Geld ist immer, und das wird von den meisten Menschen, auch wenn sie kritisch das betrachten, gerne übersehen, Geld ist immer ein Ausdruck von zuvor geleisteter Arbeit. Es ist eine Repräsentanz von geleisteter Arbeit und nichts anderes. Das sollte man nicht vergessen. Und wenn man diesen Satz beherzigt und man liest jetzt die Schlagzeilen von Draghi und anderen, wie die jedes Monat 86 Milliarden in die Märkte pumpen, die keine einzige Produktivität, geschehene Produktivität zuvor vorweisen, dann war sie aber ein Problem. Ja? Wir haben ein Geldmengenwachstum von 12-15% im Moment und ein Bruttoinlandsproduktwachstum in der EU von weniger als 2% real gesehen. Das heißt, dieses Geld, was hier mehr entsteht, hat Dynamik, hat Sprengkraft, wirkt zerstörerisch, ist eigentlich zu sehen wie Gift. Gut, Geld wird, und das ist ganz, ganz wichtig, immer von den wirtschaftlichen Akteuren ausgewählt oder wurde. Und dann ist meistens der Herrscher gekommen, ist wurscht in welcher in welchem Regime, ob das eine Demokratie oder eine Monarchie oder eine Militärdiktatur oder Diktatur war, und hat dieses Geld dann noch standardisiert, damit man sich an gewisse Regeln hält. Das finde ich jetzt einmal nicht einmal so schlecht, wenn sich der Staat da einmischt. Aber was Geld war, haben immer jene bestimmt, die wirtschaftlichen Handel betrieben haben, und das war jeder
der sobald er ein Sechsjähriger was gekauft hat, ist er auch schon wirtschaftlicher Akteur. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind auch Dinge, die in der heutigen im heutigen Leben nie beschrieben werden, wer bestimmt, was Geld ist. Es kann nicht sein, dass irgendein Politbüro in Brüssel uns erklärt, was Geld ist. Wenn es das tut, kommt man natürlich völlig drauf, cui bono, wem nützt es? Ein Bürokratengeld, geschaffen von Bürokraten, kann nur der Politik nützen. Dem wirtschaftlichen Akteur schadet es eher. Das wissen wir auch. Jetzt nach 16 Jahren haben wir Gott sei Dank die Flüchtlingskrise, Gott sei Dank für die Währungshüter, muss man sagen, weil sonst hätten wir ganz andere Themen. Die meisten von euch werden auch wissen, dass wir im Juni normal das Griechenland-Monat haben. Da geht es immer um Griechenland und um den Euro in Griechenland. Und die Gefahren, die Griechenland auf den Euro hat, die sind äußerst gering, aber man hat das immer sehr hoch gespielt, weil eben dieses künstliche Geldverwerfungen hervorrief. Und Geld ist eben keine, dadurch, dass dieses Geld vom wirtschaftlichen Akteur ausgewählt wird, ist es keine Funktion des Staates, sondern eine Funktion des Marktes. Das heißt, außer Regulierungsgeschichten hat der Staat mit dem Geld und vor allem mit der Bestimmung seiner Menge nichts zu tun. Das ist alles ein demokratiepolitisches Schwerstverbrechen, wenn man da eingreift. Und wir, die meisten, die hier sind, waren 1971 noch relativ jung, seit dies geschehen ist, wir gehen damit völlig selbstverständlich um, dass irgendjemand sagt, was Geld ist und die Menge bestimmt. Ja. Und weil wir es nicht anders gewohnt sind und weil es uns keiner sagt. Und ich habe mittlerweile 300 Mal Vorträge gehalten und immer wieder kommen die Fragen, beziehungsweise merkt man, dass die Menschen das einfach nicht, in der Schule wird es nicht mehr gelehrt, was eigentlich Geld ist und wie es zu entstehen hat. Und das ist das Grunddilema. Und das kann aber keiner von uns was dafür. Wir sind so indoktriniert. Das ist das Grundproblem. Ja, ein bisschen Theorie noch. Die heutigen Funktionen des Geldes sind natürlich ganz andere, weil eben das Geld nicht mehr dem wirtschaftlichen Akteur dient, sondern der Bürokratie, der Bankenwelt, also den Geldmanagern und den Zentralbanken. Es hat also eine Politfunktion, eine Staatsfinanzierungsfunktion über diese ganzen diversen monetativen Tricks von Banken, von Zentralbanken, kalte Repression, wie wir wissen, Inflation, Deflation, das sind alles Dinge, die dem Staat helfen, sich zu entschulden. Inflation ist nicht wie ein Erdbeben, das muss man auch immer wieder bei jedem Vortrag sagen. Inflation passiert nicht einfach, sondern ist gesteuert. Und wenn ich 3%ige Inflation habe, kann man rechnerisch davon ausgehen, dass der Staat sich um 2,5% entschuldet. Der Bürger aber natürlich, weil er mit seinem Lohn immer hinter der Preisspirale nachläuft, diese 2,% als zusätzliche Steuerlast empfinden muss. Aber er glaubt, das ist eben wie eine Naturkatastrophe und heuer ist die Inflation 3%, da kann man nichts machen. Soweit ist es mit uns schon passiert, dass wir einfach nicht mehr mitdenken. Aber wehe, man nimmt beim Sparbuch von 1,75% 0,25% weg, dann ist groß, der große Wirbel und dann gibt es die Aufstände. Aber wenn das uns der Staat jedes Jahr zwischen 3% und 8% wegnimmt, zusätzlich zu der Steuerleistung, das regt erstaunlich wenige Menschen auf. Seit 1913 und 1971, die beiden Zahlen kommen bei jedem Geldvortrag vor. 1913 hat Woodrow Wilson das Geldsystem in die Hände von Privatbanken gelegt, die dann eine sogenannte Federal Reserve begründet haben und somit wurde das Geldmanagement erfunden. Das war das erste wesentliche Gesetz, das ein Geldregime bestimmt hat. Das ist der sogenannte Federal Reserve Act. Und im gesamten 20. Jahrhundert, das gesamte Jahrhundert war geprägt von Gesetzen, die das Geldwesen bestimmt hat. Das heißt, nicht bottom-up, wie die wirtschaftlichen Akteure bestimmen, was Geld ist und was man damit tut, sondern top-down, ein Parlament, auch wenn es eine Mehrheit haben muss, aber das finden Regierungsparteien meistens,
bestimmt ein Gesetz und bestimmt so über das Schicksal des Blutes der Wirtschaft. Ich weiß, das ist ein bisschen ein romantisierter Ansatz, aber ohne Geld wird es Wirtschaftsleistung sehr schwer geben. Mein Vorredner sieht das natürlich naturgemäß ein bisschen anders. Ich habe mich mit dem ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Es wird vielleicht in ein paar Dekaden soweit sein, dass das ohne Geld geht, aber mittlerweile, während wir arbeitsteilig agieren, brauchen wir ein Intermediate of Exchange namens Geld. Sie werden sich an die letzten Geldgesetze hier wahrscheinlich erinnern. Noch einmal, wir wählen einmal in 4 Jahren unser Parlament und dieses Parlament macht ständig durch die 4 Jahre hindurch immer wieder Modifikationsgesetze bezüglich des Geldes. Das heißt, da haben wir überhaupt nichts mehr mitzusprechen. Und ich weiß nicht, ob das angesagt wurde vorher, ich arbeite im Goldstandard-Institut und unter einem Goldstandard haben die wirtschaftlichen Akteure ihr überschüssiges Gold den Staaten, Banken geliehen, damit, gegen einen realen Zinssatz, damit diese Geld, gedecktes Geld ausgeben konnten. Der Vorteil von dem System war beim Goldstandard, dass jeden Tag die Bürger mit Gold den demokratischen Prozess befördern und mitbestimmen, weil wenn die Regierung über mehrere Wochen, Monate Dinge beschließt, die mir nicht recht sind, entziehe ich der Regierung einfach das Triebmittel der Wirtschaft namens Geld. Ich entziehe ihnen das Gold und so können sie in einem Goldstandardsystem können sie das Geld nicht nachschaffen, nachdrucken, was sie brauchen. Der Draghi hätte überhaupt keine Chance, dass er das machen könnte. Durch Goldentzug könnte ich, und wenn ich nur der Regierung eine Unze borge zur Geldwertung, aber ich bestimme mit, wenn ich sage, das, was der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, ist mir nicht recht, ich ziehe das Gold wieder raus. Es gibt langläufig die Kritik, dass ein Goldstandard was für die Reichen ist und nur die Reichen und so weiter. Das stimmt einfach nicht, weil ja derjenige, der vielleicht ein Gold hat, ja das ehrlich und aus wirtschaftlichem Aktivismus heraus erwirtschaften konnte und der geht natürlich sehr verantwortungsvoll um und der hat überhaupt nichts davon, wenn sie in der Reichtumspyramide in seinem wirtschaftlichen Bereich was verändert. Der will ja haben, dass möglichst viele mit ihm auch weiter Handel treiben. Das heißt, es ist schon eine sehr strikte, fundamentale Kiellegung, wenn ich in einem Goldstandardsystem vorgehe. Um bei diesen Gesetzen zu bleiben, das Euro-Rettungsgesetz, ich kann Ihnen ansagen, 2010 hat die Finanzministerin gesagt, dass Griechenland-Hilfe ist einmalig. Ich habe in einer Zeitung geschrieben, die Griechenland-Hilfe ist nicht einmalig, das wird ewig weitergehen. Die Finanzministerin lügt und 2 Tage später habe ich sehr charmante Herren vor dem Büro sitzen gehabt in Wien. Und die haben dann mit mir gesprochen und haben gesagt, ich soll sowas nicht mehr schreiben. Das ist jetzt Tatsache wahr. So geht es, wenn man mit den geldbetrügenden Politikern ein bisschen ehrlicher umgeht, hast du sofort keine großen, es ist nicht Nicaragua, dass man verschwindet, ja. Die erschlagen dich eher mit Mozartkugeln, aber sie sagen da bestimmt, ist das notwendig, dass man so schreibt, so auf diese Art hat es dann funktioniert. Ich möchte noch einmal auf das 2012er, das sind alles Ihre Brieftaschen, Sie merken es nur nicht, aber das 2012er Gesetz ESM, da muss man sagen, da hat man eine Zweidrittelmehrheit dafür gebraucht im österreichischen Parlament, um dieses zu verabschieden und man hat sich die Grünen an Bord geholt und die Grünen haben frivol mitgestimmt. Ich möchte wissen, was die dafür versprochen bekommen haben, dass dieser ESM verabschiedet wurde. Dieser ESM kann uns theoretisch und wird uns auch praktisch in allernächster Zukunft das Kreuz brechen. Weil eben, wie gesagt, der ESM ein Fonds ist, der durch nichts legitimiert, nicht bestimmt ist, nicht kontrollierbar ist, er muss keine Akten rausrücken. Sämtliche in diesem Fonds aktiven Menschen sind immungestellt, wir können sie nicht gerichtlich verfolgen. Und was kann der ESM im Wesentlichen? Ich kann Ihnen hier in 40 Minuten Redezeit ja immer nur so kleine
Brocken vorwerfen, das müssen Sie dann anschauen. Im Wesentlichen kann der ASM von der Ösener Nationalbank jede Geldsumme, die er braucht, abrufen. Und als er bestimmt wurde, hat man gesagt, es sei ein Länderrettungsfonds und wird niemals ein Bankenrettungsfonds sein. Das war im Oktober 2012, als er auch abgestimmt wurde. Und am 24. Juni 2013, nur 9 Monate später, hat man daraus auch einen Bankenrettungsfonds gemacht. Das heißt, wenn jetzt die Bank... Noch einmal! Ja, das ist jetzt da, glaube ich, nicht so das Thema. Ja, also ich will nicht. Ich will gar nicht. Nein, mich interessiert das nicht. Also ich sage es ja eh, durch dieses Geldwesen ist der demokratische Prozess derartig erodiert worden, dass meine Stimme, wir kennen das eh, der Joe hat das auch schon öfter gesagt, was mache ich? Ich gebe meine Stimme ab. Ja, wenn ich was abgehe, habe ich es nicht. Und worin gebe ich es ab? In einer Urne, es sagt uns auf Deutsch eh alles. Also ich, das mache ich nicht. Und deshalb wähle ich nicht. Das ist aber keine Empfehlung von mir. Jeder soll das tun, was er will. Mich interessiert es überhaupt nicht mehr. Ich wäre peinlich berührt, wenn ich selbst jetzt noch wählen würde. Aber zurück zum ESM. Ich habe allen 183 Abgeordneten damals einen Brief geschrieben und habe gesagt, bitte unterschreibt das nicht. Das ist eine Katastrophe. Das ist ein Ermächtigungsgesetz. Und wir wissen, wann die letzten Ermächtigungsgesetze stattgefunden haben. Die waren unter einem berühmten Österreicher vor 80 Jahren. Und von 183 Abgeordneten haben wir nur 13 zurückgeschrieben. Merkwürdigerweise kein Schwarzer, kaum ein Roder, viel Blaue, die waren dagegen, die haben natürlich aktiv zurückgeschrieben. Und dann das Kollektivbüro der Grünen, die haben mir 5 Meter E-Mail geschickt, quasi, wenn ich es ausgedruckt hätte, und mir erklärt, warum das was Gescheites ist. Und ansonsten unter Betzner, ich weiß nicht, ob sich an den noch wer erinnern kann, Stefan Betzner hat mir auch zurückgeschrieben, er schreibt mir mal, aber jetzt 5 Jahre später, bis heute hat er noch nicht geschrieben. Aber er hat wenigstens ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt und er wollte in Kontakt bleiben. Aber auf jeden Fall, das ist der große Genickbruch und der wird uns irgendwann einmal noch ordentlich auf die Zechen fallen, der ESM. 2016 hat es dann die erste Bargeldeinschränkung in unseren Breiten gegeben, weil man eben unter dem Deckmantel des Verbrechens hat man den 500er abgeschafft. Das heißt, man kann nur mehr mit 200er, die es praktisch nicht mehr gibt, und 100er, wenn jetzt ihr ein Mensch größere Transaktionen gerne offscreen von den Banken weg tätigen wollte, ist das mit diesen 100-Euro-Scheinen schon relativ unmöglich. Und es steht zu befürchten, dass wir 2018 oder 2019 ein Bargeldverbot haben werden. Und über dieses Bargeldverbot, das ist der größte Antidemokratisierungswahnsinn, den es gibt, möchte ich da jetzt näher noch ein bisschen was erzählen. Das Horten als Mittel der Demokratie fällt mir da gerade auf, und das habe ich Ihnen eh schon gesagt. Horten ist normal das Sammeln eines Gutes wegen seiner Knappheit und seiner Kostbarkeit. Also wir können einen Euro nicht horten, weil knapp ist er nicht und kostbar ist er auch nicht. Hingegen der Schilling war relativ knapp, relativ kostbar. Und ich erinnere mich da an einen Helmut Qualtinger, der einmal gesagt hat, der Schilling im Herrn Kordl, der Schilling ist eine gute Währung, aber er war nicht zum Erwischen. Genau das macht eine gute Währung aus, wenn niemand Geldgeschenke an nicht produzierende Teile der Gesellschaft macht. Wenn ihn nicht leicht erwischt. Weil diese Geldgeschenke zahlen dann immer andere, nämlich die produzierenden Teile der Gesellschaft. Das beweist dann auch, ich habe nichts gegen natürliche Solidarität, also das ist nicht falsch verstehen, nur man darf es nicht zu leicht machen, diese ganze Sache. Es beweist auch, zu meiner Geburt war der Staatsanteil am österreichischen Wirtschaftsleistung 24%, das war 1966, und heute sind wir auf 53%. Das heißt, der Staat im Wirtschaftsleben hat sich verdoppelt, die Einflussnahme des Staates.
Und das ist vorwiegend über das Geldsystem und über die Geldgeschenkdynamik vonstatten gegangen. Ich bin jetzt 51, wenn man sie ausrechnen kann, sollte ich 100 werden, wo die Chancen relativ gut stehen, wenn man den Zukunftsforschern Glauben schenken darf, dann haben wir über 100% Staatswirtschaft, dann sind wir beim Kim Il-sung. Weil diese Dynamik lässt sich nicht mehr aufhalten. Wenn wir uns jetzt da jetzt nicht wehren, wird sich die Dynamik weiterhin verstärken, weil die nicht nur, dass die Einflussnahme des Staates stetig steigt, sondern auch die Steigerungsrate der Einflussnahme steigt. Das heißt, wer Mathematiker weiß, das ist eine Exponentialfunktion irgendwann einmal. Und in Kürze, in wenigen Dekaden, macht alles der Staat, wir sind alle Staatsangestellte, und wir haben überhaupt keine Chance mehr. Es wird dann auch das Angebot bestimmt, die Nachfrage wird bestimmt, es wird alles von einer Handvoll zumeist sehr korrupten Menschen geregelt. Und ich weiß nicht, dass ihr, die sich an einem Samstag an seinen Ort begeben, um alternativen Dingen zuzuhören, braucht man es eigentlich ja eh nicht sagen. Es ist halt trotzdem eine Aufgabe hier. Aber ich weiß nicht, ob uns das recht sein kann. Und jetzt gibt es eben ein Etappenziel in dieser Verstaatlichung von uns Menschen. Und dieses Etappenziel ist meiner Meinung nach das Bargeldverbot. Und um das kümmere ich mich jetzt wirklich. Ich muss nur ein bisschen weiter blättern. Warum kommt es zum Bargeldverbot? Und ich hoffe, ich kann es Ihnen in wenigen Minuten plausibel erklären, dass es zu 100% dazu kommen muss. Angefangen hat es in den 90er Jahren, Geldverwerfungen waren schon da, man hat die Zinsen gesenkt, auf Wunsch der Politik auch, der Bill Clinton hat seine Wiederwahl 1996, das war die erste große, nicht wirtschaftlich bedingte Zinssatzsenkung, damit hat er die Börsen angetrieben und damit hat er seine Wiederwahl garantiert. Die Geldmenge wächst, diese Geldmenge wächst schneller als die Wirtschaftsleistung, wie ich vorher schon gesagt habe, und das führt natürlich zu Verwerfungen, nicht nur zur Inflation, sondern auch zu Falschkonzentrationen, wo liegt das Geld, nämlich bei den Banken und nicht beim wirtschaftlichen Akteur. Diese erhöhten Verwerfungen führen zu staatlicher Intervention, weil im freien Geldsystem diese Interventionen möglich sind. Was waren die ersten Interventionen? Es war der 19. März 2009. Da hat man Quantitative Easing gemacht. Das klingt so harmlos, aber da hat die Notenbank in Amerika das erste Mal künstliches Geld gedruckt, um alte Anleihen, die sonst am Markt niemand kaufen würde, zu kaufen. Und das ist ein echter Tabubruch. Das ist wie in geldpolitischen Fragen, ist es ungefähr so wie Elternmord, Kannibalismus. Du druckst Geld, um eine alte Anleihe einzunehmen. Ja? Also das macht man nicht, das tut man nicht. Aber man konnte sich so ein bisschen Zeit kaufen. Man hat dann Banken- und Länderhilfen gemacht, aber dieses Quantitative Easing hat natürlich nach einigen Jahren an Wirkung verloren und man musste sich was Neues einfallen lassen. Und das Neue habe ich nur theoretisch in einem Buch von Silvio Xell einmal gelesen aus dem vorigen Jahrhundert, aber mir war das nicht. Ich bin seit 2002 in der alternativen Geldszene und ich hätte bis zum Jahr 2015 oder 2014 nicht geglaubt, dass es wirklich jemals so weit kommen würde, dass wir Negativzinsen einführen. Negativzinsen heißt nichts anderes, ich habe auf dem Sparbuch ein Geld und die Bank will mir keine Zinsen zahlen, sondern kassiert Zinsen dafür, dass ich es dort liegen habe. Ja, dann nehme ich es runter. Völlig klar. Um diesen Dingen gegenzuwirken, muss die Bank natürlich ein Bargeldverbot einführen, weil sonst würde ja jeder das Geld runternehmen. Und das, man sagt natürlich Verbrechensbekämpfung, die bösen Drogenhändler und was alles, wer da nicht aller böse ist, weil es sind ja alle böse, außer die Banken und die Zentralbanken. Und der einzige Grund, und Geldfälschung und so weiter, und es kostet so viel der Bank, das Geld bereitzustellen, die machen einen Profit damit. Der einzige Grund, der Hauptgrund, sagen wir mal so, ist fürs Bargeldverbot, die Negativzinsen werden so durchgesetzt. Negativzinsen heißt nichts anderes,
Wenn ich noch zu jenen gehöre, die arbeiten und inflationierte Waren kaufen können und trotzdem noch Geld überbleibt, um zu sparen für meine nicht produktiven Zeiten, werde ich noch bestraft für dieses Verhalten, indem man mir das Geld wegnimmt. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde es überhaupt überraschend, dass unsere Gesellschaft und unsere Medien noch mit dem Wort Negativzins so umgehen. Negativzins ist wie ein Weltkrieg. Ja? Hat halt ohne Tode. Aber es ist wirklich eine absolute Gesellschaftskatastrophe, ein Negativzins. Das muss man einmal so sagen. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, die uns verschwiegen werden. Der erste Grund ist, habe ich gerade gesagt, Negativzinsen brauche ich zum Regime aufrechterhalten, kann ich nicht. Der zweite Grund ist Überwachung und Kontrolle der Bürger. Stellen Sie sich vor, Sie alle bekommen eine Chipkarte und ich kann hier ein Geständnis machen, ich bin Thomas Bachheimer und ja, ich trinke sehr viel Bier und ich gehe zum Arzt und der Arzt stellt fest, der Bachheimer hat erhöhte Leberwerte. Wird das sofort auf meine Geldchipkarte, weil das gleichzeitig die Krankenkassenkarte ist, übertragen. Ich gehe nach Hause, bin verzweifelt und denke mir, naja, bevor ich jetzt alkoholisch zu fasten beginne, werde ich mir noch ein Kisterl Bier zulegen. Gehe zum Biller, kaufe das Kisterl Bier, sagt die Kassierin, ich weiß zwar nicht, wie sie hassen, weil das ihr Chipkarte nicht sagt, aber sie kriegen seit 3 Stunden kein Bier in Österreich, weil sie ja erhöhte Leberwerte haben. Dann gehe ich heim, sag zu meiner Frau, geh oben und hol mir noch eine Kiste Bier. Die geht runter, die Kassierin sagt, schauen Sie, in Ihrer Kaufsstatistik scheint in den letzten 8 Jahren keine Kiste Bier auf. Ich sehe aber, Sie sind mit der Chipkarte verheiratet und der hat Sie geschickt, Sie kriegen keine Kiste Bier. Und ähnlich ist es, denken Sie an Kauf von Sexspielzeugen oder noch schlimmer, Kauf von furchtbaren Büchern. Ja, der Staat liest alles mit. Das kann kein Mensch brauchen. Oder wir hätten hier eine Tiefgarage. Meistens, wenn ich wo rede, ist das in irgendwelchen Kongresszentren und so. Tiefgarage. Ich rede so, wie ich heute rede. Irgendeiner hört das mit, der gibt meine Chipkarten ein. Der fährt jetzt einmal 5 Stunden nicht aus der Tiefgarage raus, wenn er auszahlen will. Du kannst dem Bürger, ich erzähle das bewusst so, du kannst dem Bürger in seiner freien Lebensentfaltung mannigfaltig stören. Und die müssen nicht unbedingt Repressionen sein, aber ich schwinge eine große Rede und die lassen mich 3 Stunden nicht wegfahren, zipft mir das an, das ist mir das nächste Mal überlegt. Das muss man ganz ehrlich so sehen. Ja, und Bargeldverbot ist auch, Bankrun-Risiko ist weg. Das heißt, mit Bargeld konnten wir, wenn wir wussten, dass es einer Bank nicht so gut geht und dass die mit ihren Assets sehr schlampig umgegangen ist und mit meinen Spareinlagen, bin ich hingegangen, habe das Geld abgehoben und wenn es der Nachbar gemacht hat, weil es gibt in gewissen ländlichen Bereichen eh nur 1 oder 2 Banken im Dorf, da spricht sie herum, dass da einer ein bisschen geschummelt hat in der Bank, dann hast du einen Bankrun und die Bank muss zusperren. Dieses Risiko habe ich nicht mehr. Ich habe es zwar schon, insofern, dass ich das Geld ja woanders hin überweisen kann, in eine andere Bank, aber sektoral bleibt das Geld im Bankenkreislauf und das verlässt die Bank nie wieder. Das heißt, das ist eine unbändige Stärkung von Bankern. Die spielen eine größere Rolle als der Staat. Weil die können operieren in einem Bargeldfonds, wie sie wollen, weil es wird nie irgendwie so viel Geld behoben werden können, dass es an ihre Eigenkapital-Mindestreservequoten und die ganzen Hemmschuhe, die sie jetzt noch haben, aber eh schon viel zu gering sind, die sind weg. Und wenn das weg ist, können die Banken die sogenannte Chiralgeldschöpfung massiv erhöhen. Das heißt, die können, weil du kannst das im Bankenkreislauf nicht entziehen, insgesamt, Mindestreservesatz ist nicht in Gefahr, insgesamt können die noch mehr Geld schöpfen, was wieder negativ wirkend auf das bereits bestehende Geld ist. Und das sollten wir uns schon alle auf der Zunge zergehen lassen, ob wir das wirklich wollen. Der nächste wahre Grund fürs Bargeldverbot ist der Ausbau zum Finanz- und Zentralstaat, der Ausbau der EU zum Finanz- und Zentralstaat.
Wir hatten eine Nationalbank, die mehr oder weniger anständig war, das muss man sagen, die Deutsche Bundesbank und die Österreichische Nationalbank gehören noch zu den erträglichen Instituten. Österreich war in Geldfragen und ist es bis jetzt fast noch ein sehr vornehmes Land. Wenn Sie schauen, Sie kriegen in jeder Provinzstadt können Sie Gold kaufen, Sie können sich quasi aus dem System verabschieden und ein Gold sich kaufen, ohne dass Ihnen wer auf die Finger schaut. Also in Bruck an der Mur, Leoben, in Wels, überall kann ich mir innerhalb von einer Stunde gehen, wohin und hole mir Gold. Das ist in Italien, in einem Hochinflationsland, wo immer schon der Bürger entwertet wurde durch Inflation, überhaupt nicht möglich. Das möchte ich nur vorwegschicken, damit es nicht heißt, ich bin zu kritisch, aber eines ist relativ klar, Österreich war ein vornehmes Land und wir hatten eine sehr tolle Nationalbank, also abgesehen vom Novotny, das ist ein bisschen mehr als lächerlich, weil er auch, das sagen die Angestellten der Nationalbank, überhaupt keine Ahnung hat von Geldpolitik. Und dann hat sie einmal halt dieser EZB beigetreten und alles, was die EU macht, ist immer, wie es beim ESM gesagt hat, wird keine Banken, ESM und so weiter, hat die Zentralbank auch gesagt, wir nehmen keine wesentlichen Funktionen der Nationalbanken, den Nationalbanken weg. Was sind wesentliche Funktionen? Bankenaufsicht, Geldpolitik und Zahlungsverkehr. Die Bankenaufsicht, wissen Sie alle, ist seit wenigen Monaten konzentriert an der EZB. Die Österreichische Nationalbank führt die Prüfungen durch, aber verantwortlich und im Auftrag der EZB. Die Geldpolitik, wissen wir, hat der Novotny schon irgendwann einmal einen Zinssatz entschieden? Nein, also geht nicht. Ja, Geldpolitik ist auch Frage der EZB. Jetzt blieb uns noch der Österreichischen Zentralbank der Zahlungsverkehr, die Regelung des Zahlungsverkehrs. Das wird natürlich, wenn es im Euroraum passiert, durch ein Bargeldverbot noch mehr erschwert, weil alles in der EZB zentral gesteuert wird über einen Abrechnungscomputer. Das heißt, die Österreichische Nationalbank wird mit dem Zahlungsverkehr per se nichts mehr zu tun haben. Die EU wird dadurch ein totalitärer, supranationaler Überwachungsstaat, wenn dieses Bargeldverbot Platz greift. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr alle da seid, euch anständig wehrt, dass das nicht der Fall sein wird. Jetzt habe ich euch das erklärt oder versucht zu erklären, warum das Bargeldverbot kommen muss. Weil es absolut überlebensnotwendig für dieses Geldregime ist, das ist klar. Warum ist es noch nicht da? Wir haben ja schon zum Teil, erste Banken verlangen Negativzinsen und es gibt aber noch das Bargeld. Das heißt, bei der Bank wird keiner was einlegen, beziehungsweise alles abholen. Das heißt, wir bräuchten das Bargeldverbot vorgestern und nicht morgen. Und in den ganzen Mediendiskussionen, außer auf bachheimer.com, wo Sie regelmäßig raufschauen sollten, 12 Stunden im Tag Nachrichten, 7 Tage die Woche, auch jetzt, während ich hier spreche, die wesentlichen, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ah ja, warum das Bargeldverbot noch nicht da ist? Hat wer eine Idee? Genau. Es gibt keine technische Einrichtung, die schon so weit ist wie Bitcoin, was ein dezentrales System ist. Also ich verwechsle jetzt nicht Zentralbanken und Bitcoin, keine Sorge. Aber es ist technisch noch nicht möglich und ich habe das Glück, an Zahlungsverkehrsstellen in Österreich, an der Nationalbank, relativ dran zu sein und man kann die eine oder andere Nachricht erfahren. Und es ist so, man braucht, um elektronisch abzurechnen, bei einem Bargeldverbot 200.000 Transaktionsmöglichkeiten pro Sekunde an starken Einkaufssamstagen im gesamten Euroraum. Unter 200.000 geht es nicht. Es wird jede Sekunde gemacht. Oder so an Feiertagen wie nächste Woche, einer ist der Mittwoch davor, da geht es echt um, da werden viele Bar-Transaktionen oder kleine Transaktionen durchgeführt, gedankt wird und so weiter. Und die EZB hat bisher, das ist Stand Winter 2017, nur eine Abrechnungsmöglichkeit für 50.000 Operationen. Das Problem allerdings ist, dass sie bereits Ingenieure eingeholt hat, die jetzt daran arbeiten, das möglichst schnell zu schaffen, dass die 200.000 sind. Und man soll mit Prognosen immer aufpassen, aber diese Prognose wage ich wirklich.
Sobald die technisch in der Lage sind, das Bargeld zu ersetzen durch ein Abrechnungsmodul, das sich übrigens TIPS nennt, aber das ist für speziellere Vorträge, werden die das tun. Und dann gehen die Rollläden runter und wir sind in der echten Versklavung. Der Staat und die Bank weiß, was sie kaufen, wo sie es kaufen, wann sie es kaufen, bei wem sie es kaufen. Die wissen über sie und ihre Seele alles. Das muss man sich vorstellen, über Pensionsversicherungsverträge, Lebensversicherungsverträge. Ja, der weiß, sie waren in der Trafik, auch Zigaretten kaufen. Ja, was glauben Sie, wie sich das auf Ihre Lebensversicherungsprämie auswirkt? Der weiß, sie kaufen jetzt keine Marlboro Light mehr, sie kaufen Marlboro. Ja, was glauben Sie, am nächsten Tag habe ich schon wieder 1,70 Euro eine höhere Prämie. Ja? Das heißt, das ist nur ein plakatives Beispiel, es gibt tausende Beispiele. Das Bargeldverbot ist der Etappenziel zu Nordkorea. Und wir sind dann dort und das wollen sie aus uns auch machen. Sie brauchen den feigen, unmündigen Chihuahua-Bürger, der nicht mehr der demokratiepolitische Wolf ist, weil sie das Regime so oder unsere Arbeitskraft so am besten ausbeuten können. Das sage ich einmal in klarer Offenheit, das ist die EU und die Schergen, die das hier machen. Und noch einmal, der wesentlichste Etappenziel ist das Bargeldverbot. Ich wiederhole mich bewusst, weil ich wiederhole mich deshalb, weil wir haben jetzt noch vielleicht 1 oder 2 Jahre Zeit. Und sagen Sie es Ihren Freunden, wir müssen uns dagegen so lange auflehnen, dass die das nicht mehr wagen. Wir dürfen da keine Chihuahua mehr sein. Wir müssen jetzt wieder, Sie haben uns eh schon die Würde genommen und 75% unserer Produktivität gehen an den Staat. Sie haben uns alles genommen. Aber wenn Sie euch das auch noch nehmen lasst, weil wir alle so taub und so stumm sind, ja, dann wird es zu spät sein, weil einmal eingeführt, kannst du es nicht mehr retournieren, weil uns fehlen dann die Mittel, die Waffen oder was auch immer, nicht Bürgerkriegswaffen, sondern die Waffen der Geldpolitik zu kaufen, weil das wird ja auch verboten sein, gewisse Dinge zu besorgen. Uns fehlen dann die Mittel, uns dagegen aufzulehnen. Das dürfen Sie bitte nicht vergessen. Und das ist das demokratiepolitische Ende, das begonnen hat 1913, verstärkend 1971 und erhärtend 2012 mit dem ESM-Vertrag, den auch die Grünen unterschrieben haben. Das muss man immer wieder sagen, weil das stellen Sie immer so dar. Aber in geldpolitischen Fragen, wenn es darum geht, den Bürger ordentlich zu ficken, dann sind die Grünen dabei auch. Das muss man mal so feststellen. Es tut mir leid. Ja, die rechtlichen Aspekte möchte ich nur hier noch kurz anführen. Es ist eindeutig festgestellt, aber das ist der EU auch wieder egal, aber der Verfassungsgerichtshofpräsident hat das schon festgestellt, der aber jetzt leider in Pension ist. Es ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in Freiheitsrechte, nämlich in die Vertragsfreiheit und in Privatautonomie. Eh klar, ist das, was ich jetzt erklärt habe, schöner ausgedrückt. Ein Schritt zur weiteren Reglementierung, Erfassung sowie zur verdachtlosen Registrierung. Es wird nämlich ja alles, was wir machen, registriert. Verdachtlose Registrierung, das darf man nicht unterschätzen. Das darf in einer Demokratie nicht sein. Und das hätte es, und ihr werdet wahrscheinlich das erkannt haben aus meiner Rede, ohne EU in Österreich nicht gegeben. Österreich war in Geldmittel ein vornehmer Staat. Er war die Sophia Loren unter den westlichen Staaten. Und jetzt sind wir ein billiges Straßenmädchen. Wir sind degradiert. Wir sind lächerlich. Die Älteren unter uns werden noch wissen, wie es in Österreich mit Sparbuch-Anonymität zugegangen ist. Diese Anonymität hat man uns verfassungsrechtlich zugesagt. Alles hat man im Nachhinein aufgelöst. Ja? Es geht nur darum, dass in wenigen Dekaden wir nur mehr das, was man bei Another Brick in the Wall sieht, machen. Wir gehen in der Früh hackeln, liefern das dem Staat ab und gehen dann wieder heim. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt lang genug damit, aber mit solchen Nachrichten deshalb bombardiert, weil es mir wichtig ist. Es ist ein bisschen eine komische Sache, weil gerade bei so einem Publikum, ihr wisst das eh, dass aufstehen müsst, aber geht's hinaus bitte und versucht alles, dieses Bargeldverbot zu verhindern,
Weil wenn das da ist, ich wiederhole mich wieder, ist vorbei, da ist aus mit uns. Ja? Dann können wir auswandern. Wer weiß, weil wir können nicht einmal einen Boss kaufen mit Bargeld. Ja? Ja. Abschließend möchte ich da noch einige Gedanken über die Demokratiepolitik und Geldpolitik absondern, die wenig jetzt mit dem Bargeld zu tun haben. Wir haben einiges vergessen in unserem Leben, weil wir so stolz und auf dieses Europa und auf das geeinte Europa sind und haben aber das Wesentliche versäumt. Wir haben versäumt festzustellen, dass es einen Vertrag gibt zwischen Politik und Bürger in der Demokratie, nämlich jenen, dass der Bürger der Auftraggeber ist und nicht der Auftragnehmer. Und die Politik ist der Auftragnehmer. Es ist aber, seit wir bei diesen unseligen Unglücksverein EU sind, so, dass aus Brüssel die Befehle kommen von Menschen, die nie von uns gewählt wurden und die uns sagen, was wir zu tun haben und die uns die Geldscheine wegnehmen, die wir brauchen zum Handeln. Das kann nicht so sein. Und diese Demokratie, die jetzt vorherrscht, ist zur Ochlokratie verkommen. Ochlokratie ist ein Wort aus dem Griechenland, das ist eine alternde Demokratie, das sind die Dinge, wo die Herrschenden nur mehr unterm Eigennutz handeln, und genau das haben wir jetzt. Es gibt eine eigene Politikerklasse, die handeln, wie sie es brauchen und geben uns halt die Befehle. Und wir müssen das absolutistische Herrschen dieser Menschen beenden. Absolutistisches Herrschen, ein großes Zeichen war, dass wir schaffen es das. Das war einfach in der Wir-Form ein Befehl. Das gibt es normal nicht in einer Demokratie. Aber niemand im Feuilleton hat sich darüber aufgeregt und keine Philosophen und keine Zeitungen haben sich darüber aufgeregt, wie die mit uns reden eigentlich. Nur wir auf Bachheimer regen sich darüber auf. Aber sonst regt sich da niemand darüber leider mehr auf. Und das ist auch so ein leichtes Endzeit-Feeling. Ja? Und deshalb müssen wir schauen, dass wir jetzt ein bisschen aufwachen und da jetzt wieder das Ruder übernehmen. Und ich möchte das mit den Worten, meinen Vortrag beenden, auch mit den Worten eines vor 200 Jahren gelebt habenden Staatsphilosophen, Staatskritikers auch, Frédéric Bastiat, der gesagt hat, wenn Gesetz und Moral sich widersprechen, bleiben dem Bürger nur die schmerzlichen Alternativen, entweder sein Moralbewusstsein oder den Respekt vor dem Gesetz zu verlieren. Moralbewusstsein soll man nicht verlieren, das ist, was in uns angeboren ist. Rechtspositivistische Gesetze kommen von außen, die brauchen wir nicht respektieren. Und bitte respektieren Sie geldpolitische Gesetze nicht. Vielleicht Vorfahrtrecht und Straßenverkehrsgesetze, aber den anderen Schaß da aus Brüssel, den können wir eigentlich ignorieren. Mit diesen Worten beende ich meinen Vortrag und danke fürs Zuhören. Es dürfen noch Fragen gestellt werden, ja? Hat jemand eine Frage? Hat jemand eine Frage? Kennen Sie das Informationsgeld von Franz Hörmann, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass Bargeld man nicht mehr braucht in der Zukunft und man kann es dann zum Beispiel verschlüsseln, dass es, wenn es vernünftige Systeme gibt, dass es verschlüsselt wird und anonym ist, zum Beispiel, dass es dann auch in der Zukunft gehen kann, abseits dieses Systems? Ich habe mich mit Hörmanns System vielleicht alles in einer Stunde beschäftigt, bin darob noch nicht bestallt genug, darüber zu sprechen zu können. Ich möchte aber schon anführen, ich war vorgestern in Zürich und habe einen Vortrag als Goldstandard-Präsident Europa einen Vortrag über Bitcoin gehalten. Das heißt, Informationsgeld oder technisches Geld ist immer besser als der Euro. Ist immer besser als das Regime, in dem wir jetzt leben. Das einzige Problem, was ich beim Bitcoin und bei Kryptowährungen habe, ist, sie werden auch gemeint, es steht eine Produktivität am Anfang der Geldwertung, aber diese Produktivität bei Bitcoin dient der Gesellschaft nicht. Das ist das Problem, weil wenn ich jetzt ein Tischler bin und was mache und dadurch Geld generiere oder die Möglichkeit, Produktivität für Geld, dann dient es ja auch irgendwo der Gesellschaft. Ja? Bei Bitcoin Mining habe ich das nicht verstanden, da ist nichts dienlich. Es wird zwar sehr viel Energie verbraucht, aber es dient niemandem. Und ich bin ja eh einer, ich will haben, dass alle wirtschaftlichen Akteure vom Treiben des Einzelnen profitieren. Ja?
Also insofern hätte ich das gern, dass das dienlich ist. Und da muss ich jetzt meine Blöße geben und frage zurück, wie entsteht dieses Informationsgeld von Hörmann und wie dienlich ist der Entstehungsprozess für die Gesellschaft? Es wird in der Gesellschaft als in der Gemeinschaft entsteht es als Geld, was wo alle mitbestimmen können, wie es entsteht. Ja. Und dann wird es wieder vernichtet. Ja, das mit Vernichten habe ich. Also ich habe kein unendliches Geldmengenwachstum, genau. Was ja ganz gut ist. Ich könnte das vielleicht versuchen, kurz zusammenzufassen. Also die Geschichte ist das, dass es um ein Grundauskommen geht. Also das heißt, dass einmal ein gewisser Grundbedarf gedeckt ist, dass man tauschen kann. Und dass halt die Unterstützung noch darüber basiert, dass die Bonifikation, also das heißt für besondere Leistungen, also wenn Menschen entlastet werden von Arbeiten, die wir nicht mehr brauchen, kriegst du ein Goodies. Oder wenn du eben, also kriegst du mehr von diesen Einheiten. Und wenn du Arbeiten tust, die eigentlich keiner tun möchte, die wahrscheinlich den wenigsten Freude bereiten, wie die Müllabfuhr zum Beispiel, dass der auch extra bonifiziert wird. Ja, das ist mir nämlich schon wichtig, dass ich einen Motivationsanreiz habe, weil in dem heutigen Geldsystem ist es ja so, dass der Klassenlehrer im September sagt, lernt nichts im Juni, kriegt alle einen Dreier. Und so ist unser System im Moment. Ja? Und so ist dieses, also ich kenne die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber auf nichts basierend ist es halt ist wie ein Blödsinn, weil das Niveau der gesamten Klasse sinkt im Juni. Ja? Weil da lernt keiner was und alle haben einen Dreier. Ja? Diese Gratifik oder Verbesserungsmöglichkeiten, die sind zu begrüßen und der Franz Hörmann ist natürlich ein Mensch, der sehr intensiv Geld kennt. Ja? Deshalb es nur eine Stunde lang ein bisschen einmal wo gehört zu haben, entitelt mich noch nicht dazu, dass ich da eine große Kritik ablasse. Aber ich bin froh, dass das dabei ist, was der Hermin Huth gesagt hat. Dann. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, sich mit dem Gesamtkonzept auseinanderzusetzen, weil er sich ja das auch sehr gut für dich überlegt hat, mit der ressourcenbasierten Wirtschaft in Kombination, dass du auch die Ressourcen dementsprechend gut einteilst. Und dann hätten wir wirklich ein ganzheitliches Bild, wo eben wir miteinander nachhaltig arbeiten können. Ja, da gebe ich Ihnen eh recht. Also uns geht es ja um nichts anderes. Es ist ressourcenmäßig. Ja. Es darf zu keinen Verwerfungen kommen zwischen Geld und Ressourcen. Ja. Wenn das Geld so anhebt und Ressourcen so sind und der Verbrauch vielleicht wegen Geld auch noch steigt, aber die Förderung nicht mehr, dann habe ich ja die Superverwerfung und dann kann ich zusperren, planetar. Und ich wollte eigentlich eine Frage stellen. Und zwar ja. Die Frage, die ich stellen wollte, ist... Wenn man sich jetzt die anderen Kryptowährungen anschaut, ja, weil Bitcoin packt es ja nicht. Also das heißt, wenn wir mit der aktuellen Bitcoin-Technologie unseren internationalen Zahlungsverkehr abwickeln wollen würden, dann steht da die Fuhr. Also das heißt, das schafft die Technologie ja nicht. Das heißt, es gibt ja mittlerweile genug andere, Proof of Work, Proof of Stake, verschiedene Modelle. Wie siehst du da die Entwicklung? Also nehmen wir an, zum Beispiel Ethereum mit den Smart Contracts, die da eingebunden werden. Wie siehst du das? Also es ist noch einmal, das Goldstandard-Institut und der Goldstandard ist eines der klassischsten Geldmodelle und sehr konservativ ausgelegt. Ja. Funktioniert prächtig, hat gut funktioniert, bis die Politik kommt und sie seinen Teil holen will, dann geht es natürlich nicht mehr. Ja. Es ist überraschend, dass meine Chefs und der Weltpräsident ist 80 Jahre alt und fliegt zu mir, weil die Kontinentalpräsidenten müssen immer einstimmig bestimmen, wenn ein anderer Kontinentalpräsident wird. Und der Asienpräsident war zu bestimmen und die kommen her und ich sage zu meinem Chef, ja und der Asienpräsident, was macht der? Das war 2012. Sagt er, ja, der ist Bitcoin-Programmierer in Singapur. Sag ich, ja, Philipp, spinnst du jetzt etwas Bitcoin? Weil ich habe ja auch keine Ahnung gehabt. Ja? Und er hat gesagt, Thomas, du wirst noch lernen. Das Bitcoin, es ist nicht Gold, ja, weil die Entstehung nutzt niemandem was. Ja. Bei Goldentstehung habe ich leider Gottes im Moment, besonders jetzt, seit ein paar Jahren sehr viel Umweltverschmutzung. Ja. Da bin ich auch dagegen, braucht man nicht reden. Aber ich habe sehr viele Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und so weiter. Ich generiere irgendwas. Und bei Bitcoin ist es halt ein bisschen anders, aber diese alten Vordenker oder Nachdenker im Goldstandard-Institut haben Bitcoin schon vor Jahren erkannt, dass das eine sinnvolle Sache ist. Und wenn ich sage Bitcoin, meine ich immer die Familie. Ja? Also Ethereum und so. Ich weiß, das hat ein bisschen andere Generierungseffekte und so, aber da bin ich selber erst vorgestern sehr schlau geworden bei einem Nebenvortragenden. Aber generell zu begrüßen, und eins muss man auch sagen,
wenn wir uns jetzt da auf den Tisch setzen, 3 Stunden nachdenken und ein neues Geldsystem kreieren, ist das besser als der Euro. Weil es nicht uns dienen sollte, sondern allen. Also ich hab mich mit dem Thema schon stundenlang auseinandergesetzt und auch mit Leuten, die da Plan haben. Kann ich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil das den Unterschied machen könnte, also in der Öffentlichkeit, dass wenn wir ein dezentrales, also eben, weil ja die ganzen Banken arbeiten ja auch schon an solchen alternativen Währungen und wenn die uns das aufdrücken, dann haben wir wieder verkauft. Also das heißt, völlig richtig. Das Dezentralistische muss man hier hervorheben. Ich habe es im Vortrag auch hervorgehoben, ich habe gesagt, das ist eine Frage des Marktes und nicht des Staates. Staat ist immer zentral und Markt ist immer dezentral. Außer in Österreich, wo wir schon sehr große Agglomerationen haben. Nein, aber Markt ist immer dezentral gemeint und dezentrales Geld ist perfekt und das hat sogar der Schutzpatron von uns, der Friedrich August Hayek, Nobelpreisträger aus Österreich, auch schon gesagt. Geld ist keine Frage des fucking Staates. Fucking hat er auslassen, glaube ich. Also darf ich noch zum Bitcoin. Also ich habe nur eine Erfahrung gemacht, also in meinem Unternehmen vor 2 Monaten. Da ist die WinWord-Dateien und die Excel-Dateien wurden alle lahmgelegt. Nach 3-4 Tagen ist der Brief gekommen, beziehungsweise die Information, zahlen Sie $500 in Bitcoin ein auf Bitcoin eben, ja, und dann machen wir das wieder in Ordnung. Wenn das die Zukunft wird von Bitcoin, dann wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Bitcoin zu tun hat. Das, glaub ich, ist nur ein Abrechnungssystem, glaube ich schon. Nein, man muss ja auch sagen, jede neue Technologie hat in der Ursuppe und in der Entstehung einen Prozess, da sind irrsinnig viele Trittbrettfahrer dabei und irrsinnig viele Gangster dabei. Und das ist überall so. Erinnern Sie sich an die Dotcom-Blase. Glauben Sie, meine Firma heißt Bachheimer.com, die Gesellschaft heißt Bachheimer.com GmbH. Das hätte ich 2004 mir nie nehmen traut, den Namen, weil .com war verbraucht, weil eben so viel Scharlatan betrieben ist in der Krise 2000 bis 2002, die Dotcom-Blasen-Zerplatzungskrise. Ne? Und das wird bei Bitcoin oder bei dieser Familie an Währungen wird das genau das Gleiche sein. Die Trittbrettfahrer werden von der Qualität abgeschüttelt werden. Es werden nicht die Staaten sein, die dann einsperren, weil die findet man eh nicht. Aber Trittbrettfahrer und negative Energien, die werden abgeschüttelt, weil ich der Meinung bin, in diesem White Paper von Nakamoto ein Haufen positiver Gedankengut drinnen ist und das lässt sich eben nicht zerstören. Was halten Sie davon, wenn wir auf etwas nachdenken, damit eben Kriminalität nicht mehr möglich wird? Das heißt, dass wir kein Interesse mehr haben sollten, auf irgendetwas Kriminelles hinzudenken, sondern dass wir einzig allein das Vertrauen stärken in uns, was wir gemeinsam füreinander tun und produzieren. Ja, soll ich jetzt Nein sagen dazu? Das wäre ja fester Tipp. Nein, ist eh klar. Aber das, so große Prozesse schütteln die negativen Energien meistens ab. Also, passt das? Ja. Hat noch jemand Fragen? Okay. Das ist jetzt die letzte Frage. Ja, die digitale Währung. Wir haben sie ja bei Star Trek kennengelernt. Da funktioniert das so wunderbar. Nur das ist eine ganz andere Gesellschaft. Wenn wir jetzt diese ganzen digitalen Währungen einführen, mit diesen Gesellschaftsformen haben wir genau das bargeldlose Ding, wo wir uns dagegen wehren. Dezentrales bargeldlos, nicht das, was die EZB will. Ja, aber trotzdem, hat der Staat dann noch mehr Kontrolle darüber, wenn man das Geld ausgibt und für was es gebraucht? Bei der Kryptowährung? Ja, generell bei der digitalen Währung. Das glaube ich nicht. Dass das, also, es ist wieder so, nur noch digital abgewertet. Ich kann mich nicht mehr irgendwo für eine Arbeit auszahlen lassen, was der Staat nicht anerkennt. Mhm. Anerkennt zum Beispiel. Ja. Da ist dann die digitale Währung mir im Weg. Das geht in unserer Gesellschaftsform noch nicht. Nein, ich glaube, dass diese digitale Währung ja für eine Internationalisierung sorgt und die Staaten immer weniger Einfluss nehmen können dann auf das. Weil wer kann uns daran hindern, dass ich, oder das, sagen wir es umgekehrt, dass du mich beauftragst mit einer Arbeit, die in Österreich, sagen wir, nicht gewerberechtlich erlaubt ist, ja, und du zahlst mit Bitcoin. Der Nobotnik kann da nicht reinschauen in unseren Dreh. Der weiß ja, der kann mir ja nicht den ganzen Tag überwachen, wo ich hinfahre und was ich arbeite. Ja, also ich glaube, dass das, so wie das Bargeldverbot
ein absoluter Hammer für die Bürgerfreiheit und Demokratie ist, ist das die Möglichkeit, und ich bin vom Goldstandard-Institut und nicht vom Krypto-Institut, ja, aber das ist schon eine Möglichkeit, die Welt wieder ein wenig zu befreien, weil das Faktische das Normative schluckt. Weil faktisch ist, sagen wir, Rosenmähen ist in Österreich verboten, du beauftragst mich mit einer Rosenmäherei und überweist mir 4 Bitcoin. Ja, da kann der Nowotny nicht hin, da kann niemand, das ist faktisch. Genauso ist beim Bargeldverbot, führt's dann, gehst du ins Illegale ein natürlich, aber ich bin mir sicher, so wie meine Mutter kenne, wenn es verboten ist, mit Silber einen Liter Milch zu kaufen, um mein Baby zu füttern, ja, dann kann der Nowotny das 100-mal verbieten. Das faktisch ist, meine Mutter wird schauen, dass das Baby überlebt, ja, ja, und wird beim Bauern tauschen gegen Silber. Das Silber nimmt ja keiner mehr an, weil er kann es ja selber nicht mehr weiter verticken. Naja, und die Banken geben ja heute schon Computer ein. Also. Nein, da bin ich leider anderer Meinung. Es bildet sich, glaube ich, sofort ein faktischer Markt. Natürlich kann man das jetzt besser bekämpfen als Staat wie 1945. 1945 hat sich ja innerhalb von Monaten ein Markt herausgebildet, das war unglaublich, mit teilweise schwer illegalen Geldern, ja. Und da haben natürlich wieder enorm viel profitiert, Gewehr zu. Aber es haben enorm viel bessere Möglichkeiten gehabt, weil sie Zugang zu Schmalz, wenn man so den Großeltern zuhört, und zu Dingen gehabt haben. Und es gibt schon eine Kraft des Faktischen, das ist ja so ein Schlagwort, aber es gibt schon, wenn es ums Überleben geht, und das Bargeldverbot ist ein Gesetz, das gegen das Überleben ist. Und wenn es ums Überleben geht, glaube ich, vor allem da herinnen, ich mache mir um Tag eh keine Sorgen. Ich mache mir um die stille Schafsmasse Sorgen, die irgendwo sitzt vor dem Fernseher und sich in Armin Wolf reinzieht jeden Abend. Um die Leute mache ich mir Sorgen. Aber wir werden faktisch schon handeln und ein bisschen Illegalität, wenn nämlich die Gesetze, so wie bei meiner letzten Folie gesagt habe, dem Moralbewusstsein widersprechen, ist das Illegale das probate Wahlmittel. Und damit hören wir auf. Erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerverein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.